Thomas, sprich mehr oder weniger. Mehr oder weniger als frisch gebacken für die Zählen, Jürgen. Ja. Er kann nichts dafür. Das ist ein Filmversauer oder was? Das ist Ingo beim Catern. Oder bei dem Versuch. Das ist einer, der arbeitet hier. Das ist Stufes Hörstru. Mit seiner Kamera. Der Boeing 707 in der Rüstversion. Oh, jetzt schön machst du das. Ach, er nur wieder. 30. Oh, der Koch ist ab. Was hier gekauft? In Köln. Kölle. Hier sehen wir Bernie Schibulla bei seinem alltäglichen Stress. Pause, Junge, Pause. Timeout. So, hier haben wir einen Getränkewagen aufgebaut. Mit dem Trockeneis.
Fluggäste, wir möchten Sie bitten, jetzt nicht mehr zu rauchen, die Rückenlehnen senkrecht zu stellen und die Tische hochzuklappen. Die genaue Ortszeit in Washington ist 13:30 Uhr. So, da hinten ist der Dallas International Airport. United States Machine. Haben Sie das jetzt richtig gesehen davon, oder? Nee, die haben ja auch erst seit neuestem den Jumbo, ne? Diesen Jumbo Jet. Meine auch. Die haben ja vorher auch diese 07 geflogen. Ja. Hier sind die Abfertigungsgebäude. Wenn wir also über die Grenze wollen, fahren wir vorher nicht hin. Ja, Force Number One. Das ist der Elfaro Shuttle. So, da vorne kommt die Kohle gerade rein. Da kommt die Dorflasche dran. Okay. Ja, da kommt die Dorflasche. Jetzt ist die Mobile-Launch-Fahrt, das ist bereit. Die Passagiere herab muss.
auf, dass wir die Maschine können und dann hier runter sind. Phasenflug. Tommy. Ja, Jürgen, geh weg, da brauchst du nicht zu lachen. No, no. Jürgen packt ihn aus dem Staub. Selber die Kabine klar gemacht. Cabin Cleaning. Hey, hey, mate. What's up? I didn't know I was on the movie. Super, right! Yeah! Good, buddy. Ja, ich bin jetzt mal glücklicherweise. Ey, du bist schon drauf gewesen, mein Gott, das ist ein Weitwinkel, Junge. Ich bin auch mit drauf. Ja. Ich fliege in die Kabine. Was ist der Bernd über Texas? Noch lacht er. Handgeschmiedeter Käfer. Der ist stark aus. Da wird der deutsche TÜV wird einen Affen kriegen.
Also auf Sternwall sieht man hier auch noch ganz tolle Häuser. Obwohl die Suarez an sich ziemlich ärmlich ist. Ja. So, jetzt kommen wir langsam in die tristen Straßen. Hier sind also auch ziemlich viele Touristen. Neppläden. So, hier ist der berühmte Stiefelladen. Schaut auch direkt in die Werkstatt. Show me the hill cuts. So, jetzt mal ein Blick nach draußen. Die Straße. Ich glaube, hier mit der Kamera rübergehen, das wäre absolut waghalsig. Verwegen sozusagen. Und der Thomas ist auch schon wieder da. Ja. Thank you.
35.000 Fuß. Jetzt haben wir eine 26er Version. Das heißt 9 Paletten, 26 Passagierplätze. Die Ladentür ist gerade offen. Da wird gerade eine Palette ausgeladen. Voll schön sind die neuen Paletten, die nachher an Bord gebracht werden. Jetzt haben wir mal einen Blick von innen. So sieht die Version aus. An neuen Paletten. Geflogen werden. Hier ist der Hilo, der ist gerade hoch. Jetzt gehen wir mal langsam an den Paletten vorbei. Offiziell gibt es 126 Rüstversionen der Boeing. Überraschen wir die Jungs mal, jetzt noch wieder arbeiten. So, da unten ist jetzt New York City von oben, aus 35.000 Fuß Höhe.